Und da muss ich direkt noch ein Video über Shakes and Fidget bringen. Damit geht's weiter. So, genau. Ein neues Spiel von den Machern von Shakes and Fidget von Playa Games ist in der Mache mit dem Titel Shakes and Fidget Adventure. Wer schon mal in der Vergangenheit Games wie Monkey Island oder so gezockt hat, dem wird das Wort Adventure direkt was sagen. Es geht nämlich um ein Point-and-Click-Adventure. Und ich blättere jetzt mal kurz nach einem Trank, denn der ist mir mal wieder ausgegangen. Und währenddessen labere ich. Die Treibsanduhren kaufe ich auch, denn die benötige ich jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen. Also, viel weiß man noch nicht. Ich will nur ganz kurz die Facebook-Seite von Shakes and Fidget Adventure zeigen. Und da ist das Ding auch schon. Ja genau, also die typischen Grafiken logischerweise. Und wie das ablaufen wird, ich weiß nicht, ob das ein PC-Spiel wird, eine App. Ich vermute auf jeden Fall eine App, denn das ist der Weg, wo die Reise heutzutage hingeht. Aber mal schauen, das kann man nicht wissen. Und da werden dann einfach die genialen Grafiken hier, die Shakes and Fidget Grafiken sein. Zum Beispiel auch hier so ein Waffenladen, das könnte ein Screen sein, in groß eben. Und dann muss man irgendwie herausfinden oder irgendwie die Story vorantreiben. Zum Beispiel muss ich dann hier im Hintergrund diesen Pokéball vielleicht anklicken und dann sagt er mir irgendwas. Oder dann suche ich hier irgendein Geheimnis, bis ich plötzlich bemerke, ah, Moment mal, ich kann ja dieses seltsame Buch anklicken und dann gelange ich zur Hexe. Also das ist so in etwa, grob gesagt, ein Point and Click. Man pointet mit der Maus und klickt dann drauf. Man kann sich nicht bewegen, man kann nicht rumlaufen, man kann, genau. Es ist wirklich ein Suchspiel, ein Rätselspiel. Und im Prinzip, wenn man das so sieht, auch hier, das könnte direkt so ein, wie sagt man, ich muss sagen, was die Begrifflichkeiten betrifft, da bin ich nicht so bewandert, aber das könnte eine Szene, ein Szenario sein in dem Point-and-Click. Da klicke ich die schwebenden Kristalle an und oh, da hat sich ja jetzt was getan. Oder die Stadtwache. Du bist noch auf Reisen, okay, da passiert nichts. Hm, wo könnte ich denn hingehen? Dann klickt man das an, die Taverne, und dann sucht man hier weiter. Also im Prinzip ist das Browser-Game auch schon ein Point-and-Click auf irgendeine Art, aber eben nicht so, wie man es eigentlich versteht. Ich habe noch keine Pressemitteilung oder so dazu gefunden. Kein, weiß nicht, kaum Infos etc. Nur eine kleine Teaser auf Facebook und Twitter. Bin schon sehr gespannt, was das wird. Und ja, da darf man sich, denke ich mal, drauf freuen als eingeschweißter Shakes and Fidget Fan und Hase. Das wollte ich definitiv direkt loswerden. Genau. Und ansonsten, ich freue mich echt so enorm über die Flimmerkiste. Das letzte Video habe ich gestern aufgenommen und der Tag ist noch jung und ich habe schon wieder 105 Lucky Coins. Es ist echt genial. So macht es Spaß, muss ich sagen. Und wieder das Dingenskirchen hier. Holz ohne Ende. Zauberladen, sind heute Schuhe dran. Warum sollten auch Waffen sein? Ich meine, die gab es seit 5 Monaten nicht mehr. Warum sollten da heute Waffen kommen? Genau. Okay. Bin schon gespannt. Ist das dann eine kostenlose App oder ein Adventure? Da kann man ja keine Premium-Währung oder so vermutlich kaufen. Das wird dann eine bezahlte App sein, schätze ich mal, für 4,99 im Store. Das ist alles nur, was ich vermute. Ich habe keine Ahnung noch. Bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, weil man muss ja sagen, hier Shakes und Fidget und dieser ganze Stil, das ist schon genial. Da kann man zig Games daraus machen, im Prinzip. Und von daher, well played, Playa Games, muss ich sagen. Well played. Sollte es neue Infos dazu geben, werde ich diese natürlich sofort bekannt geben. Genau. Todes, bester Kumpel, angreifen, schöne rote Zahlen, direkt nochmal eine schöne rote Zahl und eine noch, schade. Wow! Das war enorm! 50 Millionen am Ende, das sind 8% oder so. Der letzte Treffer war enorm wichtig, ich überlebe mit 100.000 Lebenspunkten. Das war mal genial. 5% hat er noch, morgen wird er fallen. Und ich befürchte, morgen kann ich kein Video aufnehmen. Nein, der darf nicht ohne Live-Reaction fallen. Obwohl, vielleicht fällt er sowieso nicht. Dann muss ich die Waffe auch rausnehmen und angreifen. Nein, ohne Waffe macht man ja gar keinen Schaden. Heieieiei. Na egal. Shakes and Fidget Adventure. Boah, miese Quest mal wieder ohne Ende. Den Namen rot markieren, eintragen.
im Kalender. So heißt auch die Facebook-Seite Shakes and Fidget Adventure. Ich meine, es gab schon mehrere Games. Ich habe alle immer vorgestellt. Zum Beispiel Tiny Island ist so ein 3-Gewinn-Spiel, also wo man immer kombinieren muss in der Reihe, so ähnlich wie Candy Crush Saga, nur eben, da kann man direkt online auch gegen andere zocken. Das ist von Player Games, also von den Machern dieses Spiels hier, habe ich schon mal vorgestellt. Dann Krakut HD, ein Arcade-Game oder so, ist glaube ich nicht so populär geworden, aber auch hier von Player Games. Dann gibt es noch zig andere Browser-Games, die ich auch schon und auf meiner Website vorgestellt habe. Blood Moon oder Blood Game, Blood Moon, Kickerstar, Moment, womit kämpfe ich denn? Kickerstar gibt es noch und das war's dann aber auch schon bald. Ich meine, reicht ja, oder? An Games, Kickerstar, habe ich irgendwas vergessen? Nö, ich denke, das war's. Genau. Und jetzt mal was ganz anderes. Ich meine, manche Publisher oder Entwickler machen es so, die bringen dann zig Games raus, die so ähnlich sind wie das eine, aber ein bisschen anders heißen, ein bisschen anders aussehen. Doch das ist ja eine komplett andere Richtung, so ein Point-and-Click-Adventure. Das ist was völlig Neues und wenn das gut gemacht ist, mit einem guten Witz, guten Humor, denke ich mal, könnte das schon ein guter Erfolg sein. Okay, zumindest erfolgreicher als ich hier bei den Begleiterkämpfen. Genau, mal schauen. So, der hat ein Level von 462. Direkt übersprungen. Oh, gewonnen. Dass ich das noch erleben darf. Und hier 17 Begleiter. Moment, bei 17, da kann ich Feuer nehmen. Bam, badam, bam, bam, badam. Was machen wir? Also, wenn ich das nicht gewinne, dann sorry, aber Preußen hat er. Ja, Rocky ist mein letzter. Genau, so geht die Melodie. Für dich nehme ich... Nein, du hast 18. Warum hast du so ein Level und nur 18? Das verstehe ich auch manchmal nicht. Ach so, nein, Quatsch. Ist ja hier, manche haben eine Beschränkung. Jahreszeit und so, vielleicht hat der das einfach verpasst. Das kann natürlich sein. Oh. Hä, Moment mal. Ich habe hier Faramum. Luchterblon ist mein letzter, dann hast du irgendwen noch gar nicht gelevelt. Poison 18, da habe ich ein Glück, denn ansonsten, wenn Poison 100 gewesen wäre, hätte ich ja sowieso wieder verloren, wie wir das kennen. Na egal, aber 4 von 5 Wins sind doch eigentlich akzeptablement. Von daher beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Gut, Heraldon, sauber. Und nochmal Brombeeren, bekommt sogar Rubbel die Katz etwas. Dann ist das erledigt, würde ich sagen. Und alles ist erledigt und der noch 5%. Ach, schade, das hätte man aber heute machen können. Oder wagen wir uns mal gegen Jan den Hämmerer. Aber ich muss erstmal noch ein bisschen leveln. Leider war das Erfahrungspunkte-Event erst. Jetzt kommt, glaube ich, das Epic-Event. Ich meine, vielleicht. Nein, ich kann nicht blättern, weil ich nicht da bin. Sonntagnacht könnte ich eventuell noch kurz blättern. Mal schauen. Aber jetzt habe ich echt schon lange nicht mehr nach neuen Epics für mich gesucht. Und die machen natürlich auch einen kleinen Unterschied, aber da müsste ich mir erstmal diese ganzen Ressourcen beim Schmied aufsparen, dass ich die ganzen Items dann auch auf ein halbwegs gutes Niveau bringen kann. Weil ohne Upgrade sind die leider nicht wirklich viel wert. So, Moment mal, was ist da los? Was ist da los mit der Gilde? Und Heraldon wird gefüttert. So eine lange Quest darf man auch mal überspringen. Und die Beute nach Hause bringen. Der Schankwirt gibt mir hoffentlich ein Bier aus. Oh, der ist 12 Level höher. Warum habe ich mir den ausgesucht? Weil er das niedrigste Hauptattribut hat, obwohl man eigentlich nicht immer nur darauf achten sollte. Es kommt auch darauf an, das sieht man in der Übersicht nicht. Hat der Tränke, einen Lebenstrank, hat der einen ordentlichen Gildenbonus, obwohl da sind wir, glaube ich, die höchsten sogar. Obwohl das, nein, das weiß ich gerade nicht zu 100%. Moment mal. Ich bin bei 34%. Die Gilde ist bei 45%. Gibt es jemanden, der noch höher ist, gildenmäßig? 45 haben wir. Die haben hier 40. Dann haben die hier 41. Bei Sanctuary, Kavum hat eben 40, 45. Welche Gilde gibt es noch? Vielleicht die Zwerge, die haben hier 26. Nö, da dürften wir doch die Nase vorne haben mit 45%. Also darauf muss ich nicht achten, aber es kann natürlich immer sein, dass jemand noch einen Lebenstrank hat und meine Tränke sind eher... Not the yellow from the egg, würde ich mal sagen.
So, checken wir mal die Steine ab. Das ist der größte, 3,39. Dann haben wir 3,38. 27, 32 sehe ich hier noch und 34. Das heißt, die beiden können weg, beziehungsweise vielleicht sogar in Begleiter rein. Oh, wollen wir das machen? 39? Doch. Ui, Mama, 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 Mama. Was ist denn da los mit der Gilde? Da ist ein richtig schlechter Stein drin. Kabums, erstmal ordentlich verbessern. So. Und benötigt mein... War das hier auf dem Server, wo der Magier irgendeinen Stein benötigt? Mein Schatz. Nein, ich glaube nicht. Ich meine, 672 ist schon ziemlich gut. Den setze ich definitiv wo rein. Ist immer so, muss man überlegen. Ist es einem das wert oder will man doch das Gold für seinen eigenen Charakter? Obwohl, hier sind es nur 3 Millionen. Auf S14 kostet so ein Stein schon 6 Millionen im Verkauf oder bringt so ein Stein. So viel im Verkauf muss man bedenken. Das ist mehr als ein halber Skillpunkt. Was macht man? Ist es das wert, dass man die Begleiter verbessert oder will man doch sich selbst verbessern? Oh, nein, nein, weil ich das versemmelt habe, aber ein Epic ist mir das nicht wert. Spülen kann ich nicht. Heieieiei. Das ist aber traurig. Ein wahres Trauerspiel. 5 Pünktchen fehlen hier. 5! Kann man sich das auf der Zunge zergehen lassen, weil ich irgendwann mal ein Item anstelle eines Steins, glaube ich, reingeworfen habe. 995. Na egal. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe stets auf morgen. Nein, der Spruch ging irgendwie anders. Mary Jane hat 0 für mich. Der Sergeant Alf, den greifen wir nicht an. Du wirst noch verschont. Bekommst noch einen Tag Schonfrist. Aber morgen bist du dran, Alf. Das sage ich dir. So, Kundis OP. Alleine wegen des Namens muss ich dich angreifen. Was ist denn das für ein genialer Name? Und ich hoffe, ich gewinne. Kundis OP, aber das ist ein Kampf Krieger gegen Krieger. Ich meine, man hat es heute wieder gesehen, dass Kundis OP sind. Ich hatte 2 Begleiter gegen den einen Kundi und der Kundi... Es ist nun mal so. Okay, Kundis OP, aber mit Kriegern tut's noch mehr weh. Nein, so funktioniert der Spruch nicht. Was ist los? 0 habt ihr, 200, aber zu teuer, zu viele Soldaten. Auch zu viele. Caliburst. Ui, du hättest ordentlich was. Also, da würde sich ein Überfall lohnen. Die 300, die gibt's noch. Das war anfangs eine richtig, richtig lustige Themengilde. Oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Da sind sie. Leonidas. Ah, 2 Mitglieder nur. Das waren nämlich nur Krieger. Richtet sich natürlich an 300. So. This is Sparta. Und er ist Level 300. Ach, das ist ja mal echt legendär. Und dann hat er aufgehört. Der hat es leider ein bisschen versemmelt. Der Xbox Benny ist Level 301 geworden. Naja. Okay, na gut, dann lassen wir das mit der Festung. Das kostet schon ziemlich viel Gold. Wenn da kein Gegner kommt... Aber einen Angriff würde ich noch gerne starten. Kundidämon. Ja, jetzt wiederholen sie sich schon alle. Kommt niemand, der sich wirklich lohnen würde. Aklo Red. Bist du der Bruder von Apo Red? Oder so? Da kommt nichts. Ja, Leute. Oh, ich wusste es doch. Da kommt doch noch was. Dich hole ich mir, denn du gibst mir ganz viel Stein und so muss das sein. Schön, die brachiale Sperre wegboxen. Okay, ich hoffe, das passt mit den Soldaten doch. 1,8 Millionen und 1 Million. Das hat sich doch mal gelohnt. Aber die Ritterhalle kann ich leider noch immer nicht ausbauen. Da fehlt es mir jetzt an allem. Na gut, Glücksrad haben wir auch hier ein paar Lucky Coins. 300.000 Gold. Nein, Gold können sie sich behalten. Das ist nicht so genial hier. Aber alles andere. Na gut, oft Stein, das passt. Stein hätte ich jetzt, jetzt fehlt mir das Holz. Schade, schade, Schokolade. Aber das kommt schon noch, hoffe ich doch. Gut, leider keine schönen Tränke. Das heißt, das wird hier auch nichts. Aber ich hoffe zumindest auf so 9%. 8, 9, 10. Komm, noch ein roter, einen will ich noch überleben. Wieder so knapp und dann 11 Millionen. Spitzenmäßig heute. Das waren sogar 13. Weil 10% heilt es sich ja immer. Sauber. Und Hydro Spear wird hier verkloppt. Kostenloser Versuch. Ein Krieger, da kann man heroisch treffen, aber das ist schon vorbei, wenn ich nie ausweiche. Kundis OP, dachte ich. Schilling, was sagst du denn? Lügst du etwa? Na, 11 Millionen. Und keinen Gegenstand. Na gut, was ist hier heute eigentlich dran?
nichts Spannendes. Dann würde ich mal sagen, mit dem letzten Angriff bei den Begleitern, was mit dieser Folge? Shakes and Fidget Adventure. Augen offen halten, Ohren offen halten. Werde ich auch tun. Mal schauen, ob wir hier noch gewinnen. Das entscheidet nämlich alles. Flederadatz. Ich glaube, wir gewinnen, denn wir sehen Heraldon nicht. Sehr schön. Oh, Preußen schon auf 23. Sauber. Na gut, für dieses Video würde ich mal sagen, war's das. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Es geht einfach nicht so weiter.